Guten Morgen, heute am schönen sonnigen Sonntag. Wir laufen jetzt mal erst. Das heißt, die ersten 500 Meter waren gefahren. Weg von die Straßen. Hoppala. Letzten Moment noch gesehen. Schön, ja. So schaut glücklicher Hund aus. Schönstes Wetter heute, Sonntag. 15. Mai. Ich schätze, so 700 Meter waren wir jetzt auf der Straße. Und jetzt geht's da links rüber. Jetzt wird's schön. Da fährt kein Auto mehr. Im Patschi ist warm. Aber jetzt sind wir gleich an unserem ersten Beobachtungsplatz. Eine Mönchsgrasmücke und ein Zilpzalp waren das übrigens, was man so deutlich gehört hat, so laut. Gleich sind wir da. Da unten, da ist nämlich ein bisschen Schilf, lockerer Baumbestand. Ich weiß gar nicht mehr, was im Februar oder März, wo ich da war, wo eigentlich das Wetter schön war, aber es war still, kein Vogel hat man gehört. Aber jetzt Mitte Mai müssten ja alle wieder da sein.
Wir haben das schönste Wochenende in diesem Jahr. Samstag, Sonntag, strahlender Sonnenschein. Und unser Woni steht mit gebrochener Achse zu Hause. Ja. Jetzt machen wir eine Petegofahrt, eine schöne. Ihr seht ja diese schöne Gegend, wo wir hier sind. Umringt von Vogelstimmen. Und halt den Bauern mit dem Traktor, wenn er immer wieder hier in die Nähe kommt. Ja, der Teil 5 und 6 der Ostertour. Ich glaube, die SD-Karte ist wirklich nicht mehr zu retten. Eine Option habe ich noch am Montag, das versuche ich noch. Und sonst muss ich halt schauen, dass ich mit dem, was ich mit dem Foto gemacht habe und mit dem, was ich mit der Lumix gemacht habe, dass ich euch da noch ein bisschen was zeigen kann, wie unsere zwei Tage, der 5. und der 6. waren. Ich verrate euch, für mich ist es halt deswegen auch traurig, weil einer von den beiden Tagen war mein 65. Geburtstag. Aber wenn es so ist, dass weg ist, die Daten, dann ist es halt so. Ist es Glück, ist es Unglück, wer weiß. Ihr kennt die Geschichte vom alten Mann und seinem Pferd. Patti, hallo. Wenn der Mais so aussieht, dann fängt das Jahr an zu rennen. Jeden Tag kann man sehen, wie er höher wird. Hey, wie wundervoll. So ein schöner Busch weißer Flieder. Und was da für ein schöner grüner Käfer drin ist. Und abbiegen. Da müssen wir runter. Da sind auch Teiche unten. Schauen wir mal. Bin mir noch gar nicht sicher, ob der Weg durchgeht. Aber das werden wir noch schon sehen. Geht gut durch, der Weg. So, da bin ich schon mal gewesen vor 2 Jahren. Ich glaube, zu Fuß war das sogar noch. Wahnsinn, was die Mähwerkzeuge für einen Lärm machen. Da wird jetzt Silo eingeholt, weil wir auf diesem schönen, schattigen Waldweg sind. Es ist jetzt 1:15. Um 10 sind wir gestartet. Jetzt wird es Zeit dann für die Brotzeit. Ein Brot und ein Apfel. Und der Patschi ein kleines Schälchen. Und wieder bin ich gespannt, ob der Weg weitergeht, weil eingezeichnet ist er nicht. Die lecker Fichtenwipfel kann man essen, man kann auch Honig draus machen. Aber das ist mir dann immer zu süß. Da muss man so viel Zucker nehmen. Und das war mir dann immer zu süß. Schmecken so fein säuerlich.
Apache fährt jetzt, weil da sind jede Menge Zecken wahrscheinlich. Und er hat ja eh genug zu laufen gehabt schon. Da geht der Weg jetzt schön weiter. Da steht sogar ein kleines Waldhüttel drin. Und die Vögel singen. Nicht gut die neue Schaltung, also nicht Schaltung, oh, da ist so ein schönes Wasser. Das ist, glaube ich, die richtige Erfrischung für ein Patschi. Dass man das nicht so viel Zecken da in der Nähe sieht. Oh, das denke ich. Du kannst außen rum gehen. Weiß ich, das ist toll. Im schattigen Wald. Jetzt geht es berghoch. Das ist ein schöner Weg. Schauen wir mal, ob es noch bleibt. Apache, jetzt schaue ich noch mal. Ah ja, das sieht eigentlich gut aus, dass es schon weitergeht. Da müssen wir dann Zecken schauen. Komm mal her, Patschi, schauen wir mal, ob du irgendwas aufgeklappt hast. Bei mir ist sauber. Ist es. Wir machen Mittag. Vielleicht zeigt sie sich noch, die Mönchsgrasmücke. Es sind mehrere, die da so schön singen. Die Mönchsgrasmücken, diese kleinen Vögelchen, sind einfach so gut getarnt jetzt im Laub.
die ärgern die Insekten. Oh, jetzt gehen wir wieder. Es ist 2:50. Jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Das werden wir haben. 6 Kilometer. Viereinhalb Kilometer, sagt's noch mein Navi. Ja, und zu Hause lockt ja noch der Erdbeerkuchen, den ich in der Früh noch gemacht habe.